Hallo, wir zwei sind nach unserer großen Alpenüberquerung wieder unterwegs. Wir haben nämlich nicht genug bekommen. Ja, und haben uns entschieden, jetzt hier im September den Meraner Höhenweg Süd zu laufen. Es werden jetzt 3 Tage werden. Gestartet sind wir gerade eben im Passaiatal in der Nähe von St. Martin. Ja, und jetzt geht es erstmal hier hinauf zum Meraner Höhenweg und diesen dann auf seiner Südseite entlang bis hinein ins Schnalztal, dort nach Katharinaberg, und da werden wir dann die Tour wieder beenden. Na dann, viel Spaß! Am 18. September 2022 starteten wir südlich von St. Martin im Passaiatal zu unserer Tour über den südlichen Meraner Höhenweg. Am Berggasthof Walde vorbei ging es am ersten Tag bis zum Gasthof Hochmut. So, nach 1,5 Stunden Aufstieg haben wir jetzt hier den Meraner Höhenweg erreicht. Dieser hat jetzt die Nummer 24, dem folgen wir jetzt erst ein Stück noch Richtung Süden und dann geht es Richtung Finchgau rüber bis zum Schnalztal. Ja, wir sind also nun auf dem Meraner Höhenweg unterwegs. Ab und zu gibt es auch ein paar Etappen mit so kleinen Teerstraßen, auf denen befinden wir uns auch gerade. Ist ja gerade für den südlichen Teil recht typisch, dass man hier und da auch über Höfewege läuft und damit auch immer wieder durch schöne Berghöfe, die hier an den steilen Hängen gebaut sind. Ist auch mal ganz interessant. So viel sei jetzt schon verraten. Der Meraner Höhenweg ist wirklich sehr abwechslungsreich. Er führt durch Wälder, durch kleine Schluchten und an Bachläufen vorbei, aber auch über freie Wiesenflächen mit schönen Ausblicken in die umliegende Bergwelt und hinab ins Tal. Und man kommt hier und da auch immer wieder an schönen Gastwirtschaften vorbei. Was man aber auch dazu sagen muss: Der Meraner Höhenweg hat viele kurze, steile Auf- und Abstiege dabei. Nach ca. 3,5 Stunden Gehzeit hatten wir den kleinen Weiler Gefeis mit dem Gasthof Walde erreicht. Hier machten wir eine längere Mittagspause und genossen die wunderbare Aussicht. Nachdem wir essen, trinken und die tolle Aussicht genossen hatten, machten wir uns wieder auf den Weg. Nun ging es auf schönen Wegen hinab zum Gasthof Longfall und von dort steil hinauf zu unserem Etappenziel, dem Gasthof Hochmut. Dafür benötigten wir noch einmal ca. 3 Stunden. Auf dem Anstieg hinauf zum Talbauer, von dem es dann weitergeht zum Gasthof Hochmut, mussten wir zunächst einmal fast 300 Höhenmeter sehr steil in einem Waldstück zurücklegen. Auch dieser Wegabschnitt ist typisch für den Meraner Höhenweg. Es geht oft über steile Stufen hinauf und auf der anderen Seite wieder hinab. Belohnt wird man dann aber auch immer wieder mit fantastischen Ausblicken in die umliegende Bergwelt und hinab in den Talkessel, wie hier nach Meran. Die erste Etappe auf dem Meraner Höhenweg neigt sich dem Ende. Wir sind jetzt gleich
am Gasthof Hochmut. Wir waren jetzt so circa 6,5 Stunden unterwegs. Ja, was sagst du zur ersten Etappe, Schatz? Sehr schön. War schön. Genau, ja, und morgen geht's dann weiter. Bisher sehr zu empfehlen. Der Gasthof Hochmut liegt wie ein Adlerhorst aussichtsreich über dem Meraner Talkessel. Dies war ein perfekter Ort, um den ersten Tag wunderbar ausklingen zu lassen. Am zweiten Tag ging es vom Gasthof Hochmut über den sehr aussichtsreichen Hans-Friedenweg hinüber zur Leiteralm und hinauf zum Hochganghaus. Nun folgte der am höchsten gelegene Teil des südlichen Meraner Höhenweges hinüber zur Tablander Alm. Nach einem kurzen Abstieg hinab zur Nazareithütte ging es auf der anderen Talseite wieder leicht hinauf zu unserem Tagesziel, dem Gasthof Giggelberg. Heute auf unserer zweiten Etappe geht es vom Gasthof Hochmut hinüber zum Gasthof Giggelberg. Reine Gehzeit ca. 5 Stunden ist angegeben. Jetzt befinden wir uns gerade auf dem Hans-Friedens-Weg. Ist so ein schöner Pfad hier an einer Felswand entlang mit tollem Ausblick hinunter ins Etschtal und ins Finchgau. Macht schon mal Spaß. Nach der Leiteralm geht es dann gut 300 Höhenmeter steil hinauf Richtung Hochganghaus. Bald darauf kann man im Wald das erste Mal das Hochganghaus erblicken. Den südlichen Gipfeln der Texelgruppe, wie hier dem Tschigat, und auf der gegenüberliegenden Seite der Zielspitze ist man hier ganz nah. Nach etwas mehr als 2 Stunden Gehzeit hatten wir das schön gelegene Hochganghaus erreicht. Nun folgte der höchstgelegene Wegabschnitt des südlichen Meraner Höhenweges vom Hochganghaus über die Hohe Wiege hinüber zur Tablander Alm. Dafür benötigten wir noch einmal gut eine Stunde. Bei schönstem Wetter genossen wir an der Hohen Wiege noch einmal die prächtige Aussicht, sowohl ins Finchgau als auch hinüber zum Schevedale und in die Berge der Texelgruppe.
Die herrliche Tablander Alm nutzten wir noch einmal für eine ausgiebige Pause. Anschließend ging es in knapp einer Stunde hinab zur Nasser-Reithütte. Und dann eröffnete sich ein wunderbarer Blick hinüber in die Dolomiten, hier unter anderem zum Rosengarten und zum Latemar. So, unsere zweite Etappe ist nun auch gleich beendet. Wir sind heute vom Gasthof Hochmut hinübergelaufen zum Giggelberg. Den erreichen wir in wenigen Minuten. War eine sehr schöne Strecke. Tolle Landschaften, schöner Weg. Wir freuen uns auf die nächste Etappe. Nach ca. 5,5 Stunden reiner Gehzeit ging ein weiterer schöner Tag am Gasthof Giggelberg zu Ende. Unsere dritte und letzte Etappe führte uns vom Giggelberg durch die 1000-Stufen-Schlucht hinüber zum Pirchhof. Anschließend ging es weiter nach Unterstell zum Lindhof. Hier in Unterstell biegt der Weg nach Norden in das Schnalztal ab. Für uns ging es nun weiter bis nach Katharinaberg. Hier stiegen wir in den Bus und fuhren über Naturns und Meran zurück nach St. Martin ins Passaiertal. Nachdem wir vom Giggelberg aus die ersten 20 Minuten durch den Wald liefen, kamen wir dann wieder in freies Gelände und hatten hier einen schönen Ausblick hinab ins Finchgau und hinüber in die Ortlergruppe. Anschließend folgte die berühmte 1000-Stufen-Schlucht. Hier geht es mehrfach steil über viele Stufen hinab und auch wieder hinauf. Zudem kommt man an einem schönen Wasserfall vorbei.
Nach der eindrucksvollen 1000-Stufen-Schlucht und dem Hofschank-Pirchhof ging es nun aussichtsreich weiter hinüber nach Unterstell zum Lindhof. Den Lindhof nutzten wir für eine Mittagspause und genossen hier noch einmal die wunderschöne Landschaft und das herrliche Wetter. Hinter dem Lindhof dreht der Meraner Höhenweg nach Nordwesten ab und führt nun oberhalb des Schnalztals entlang. Wir folgten dem Höhenweg noch bis Katharinaberg. Vom Lindhof bis dorthin benötigten wir ca. 2 Stunden. Am Eingang des Schnalztales liegt Reinhold Messners Schloss Juval. Noch ein letzter Blick über das Finchgau hinüber zum Monte Cevedale, dann ging es endgültig ins Schnalztal hinein. Unten sah man schon die Kirche von Katharinaberg. Und im Hintergrund die Ötztaler Alpen. Für die heutige Etappe vom Giggelberg bis hierher nach Katharinaberg benötigten wir noch einmal 5,5 Stunden reine Gehzeit. Etappe 3 des Meraner Höhenweges auf der Südseite ist geschafft. Wir sind jetzt hier in Katharinaberg. Jetzt geht es zurück ins Pasaya-Tal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Man muss sagen, den Meraner Höhenweg, den kann man sehr empfehlen.